Hier bin ich. Zusammenficken, ne? Wir hätten auf B draufgekommen, als du das gesagt hast. Irgendwie kann ich mit der AK nix. Sei doch einfach mal die Fresse. Ich bin schon mal von 4 großen Dildos gefickt worden. So, moin Leute, willkommen zu Pimmelberge bei LS17 heute, auch mit dem Nils, der sich gedacht hat, ja, ich fahr erstmal mit dem Pickup rum. Weißt du, Nils ist halt auf den Hof gekommen und hat sich einfach gedacht, komm, hier ist ein Baum, ich säg den direkt weg. Weißt du, so gehört sich das halt. Alter, was ist das, Alter, wie du hier fahren musst? Du musst ja hier immer einzeln drücken, du kannst ihn nicht gedrückt halten, wenn du jetzt einfach S drückst. Der bleibt nur stehen, der fährt nicht direkt rückwärts. Ja, das habe ich auch eingestellt. Boah, Alter, du mit der ganzen Einstellung, du. Kann man eigentlich so richtig geil shiften mit dem Teil hier. Das kannst du mit geilen Mods machen. So, warte mal. Siehst du den Donut? Keine Ahnung. So, warte mal. Also, Nils, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen Aufgaben aufteilen. Also, hier haben wir 2 Felder, die sind schon gedüngt und gesät. Und müssen jetzt geerntet werden. Ja, ich parke kurz das Auto, dann komme ich. Ohne Momente. Und hier sind übrigens, sind Sojabohnen, glaube ich. Sind das Sojabohnen? Ich glaube, das sind Sojabohnen, die ich da gerade gepflanzt habe. Ja, das sind Sojabohnen. Du kannst dich schon mal darum kümmern, dass der Mähdrescher zu den Feldern geht. Wir sind jetzt bei Feld 12 oder was denn, okay? Ja. Nimm einfach mal den Mähdrescher und kannst dann dafür sorgen, dass der... Warte mal, wo ist denn hier? Mal hier, so. Feld 12. Kannst du Feld 12, genau, kannst du mal anfangen abzuernten. Und während ich hier mit der Sämaschine nochmal hier anfange. Aber mit der Sämaschine lasse ich, glaube ich, einen Helfer machen, weil wenn du... Was ist denn jetzt los? Das ist immer voll cool. Was ist denn das hier für ein... Okay, das ist ein Bug, alles klar. Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, klar. Natürlich. Ist ja nicht so, als ob das Feld hier noch gemacht werden müsste. Und weißt du, was auch geil ist? Du kannst ja jetzt in LS17 kannst du ja Zug fahren. Wenn du switcht, kannst du mal gucken, ne? Dann wirst du auch irgendwann im Zug landen. Warte, ich muss... Drescher ausklappen, du Scheiße. Ey, du hast ja so viel eingestellt, ey. Nee, das ist das ist seit dem LS13 so. Weil du hast ja nur LS... Was hast du? LS9 11, hast du... LS11. Oh, ich bin dumm. Gut. Das ist schon gesät hier, oder? Das ist nur noch nicht gewachsen. Ich bin gerade... Wenn du Wachstum normal an hast, dauert das halt ein bisschen länger. Ja, nee, ich habe ja gerade die Zeitskalierung gar nicht an. Das dauert das eh länger. Soll ich eigentlich Ballendinger hinten rausmachen oder soll ich es verstreuen? Mach mal einen Häcksler an, weil wir haben gerade eh noch keine Ballendingens. Also alles verstreuen. Ja, genau. Oh, ja, ich hab schon. Ich bin behindert. Ich hab schon das komplette Feld hier gesät, deswegen. Brauche das hier jetzt gar nicht mehr. Aber warte mal, dann mache ich mal die Zeitskalierung ein bisschen weiter, weil hier hinten muss ja noch wachsen. Das Ganze. Warte mal, so, dann nehme ich den hier. Stell ihn schon mal bereit. Sag mal, kannst du bei Sojabohnen auch Dingens machen, dass das Stroh ablädt oder was? Was, Digga, ich bin hier nicht bei Sojabohnen. Doch, das ist so, das sind Sojabohnen, die du machst. Echt, scheiße, man, das sieht aus wie Gerste, Alter. Ja, Sojabohnen kamen neu dazu. Oh Mann, alles viel zu viel. Du hast halt einen Traktor, einen Hafen und ein Feld, mehr braucht man nicht heutzutage. Ja, wenn man halt ein LS 2009 spielt, also das ist jetzt schon echt ein gewaltiger Sprung, oder? 2011, Junge, ja, 2011. Ach, 2011. Immerhin hattest du schon Kühe damals. Ja, Kühe, das war ja schon viel zu viel für mich. Ich habe einfach die Mods umgeschrieben, dass ich so 10.000 Kühe habe, dann musste ich nie wieder arbeiten. Ja, bei LS15 musstest du dir einfach ein Windrad kaufen und dann musstest du auch nie wieder arbeiten. Weil dir das einfach 14.000 in der Stunde gegeben hat, dass es Zeitskalierung auf volle Lotte
runtergedreht. Aber hier wurden die Preise echt runtergedreht im LS17. Also ich spiele auf einfach und die Preise sind trotzdem sowas von niedrig. Also ich habe jetzt in den 15 Folgen LS habe ich nichts erreicht, außer mir ein Gerät zu kaufen für Forst und es dann wieder zu verkaufen, weil ich gemerkt habe, dass Forst gar nicht mehr so viel Geld bringt wie im 15er. Gibt's hier noch Pfandflaschen, die man sammeln kann? Pfandflaschen? Nee, gibt es nicht mehr. Es gibt dafür Goldnuggets. Goldnuggets? Es war so, also im LS13 gab es Hufeisen. Okay. Im LS15 gab es Goldmünzen und hier hast du jetzt Goldnuggets. Sag mal, kannst du überhaupt hier das ändern mit dem Häckseln? Mach mal ganz kurz. Warte. Oder geht das gar nicht? Ich glaube, das geht gar nicht hier. Bei dem geht es doch gar nicht, bei Sojabohnen, oder? Ich sehe sie gerade nicht, keine Ahnung. Ja, nee, dann geht es nicht bei Sojabohnen, okay. Ist dein, nee, wie weit ist denn dein Korntank gefüllt? Oh, ja, hier kann man 23%. Uiuiui. Guck, ich stehe einfach nur und der geht einfach so. Ich tue ja nichts mehr mähen, dieses Spiel. Hm? Das dauert einfach so. Okay. Ah, jetzt. Das ist verzögert, das ist aber auch realistisch. Ja, schon. Aber manchmal stehst du da einfach und der sprüht einfach bloß gar nichts eingesammelt. Ja, weil es halt noch verzögert ist. Nils, du kommst nicht darauf klar, ne? Dass du das drücken musst. Ja, weißt, dass ich immer wieder neu drücken Nils, muss. Nils, weißt du, was ich auch machen kann als Serverbesitzer? Du dreckiger Huren. Tja. Aber dass man die Physikobjekte im Multiplayer-Modus nicht bewegen kann, das ist ja mal mega kacke. Ich hoffe halt, dass man wenigstens Holz, also das, was wirklich wichtig ist, bewegen kann. Weil das neue Feature von LS ist ja, dass man alle Physikobjekte bewegen kann im Singleplayer. Ich um ein Holz oder was? Ich weiß nicht, ich glaube, also ich habe gesehen, dass Leute LS17 im Multiplayer gespielt haben, aber trotzdem Dingens haben. Also trotzdem Holz verladen haben zumindest. Anscheinend geht das. Ja, weil das hat ja auch Gameplay-relevante Sachen, ne? Ja. Aber Grafiksprung ist enorm, ne? Vom 2011er auf den 17er. Ja, also 17er. Das vom 11er, da hattest du hier auf dem Boden, wenn ich mal guck, ne? Ja. Da hast du einfach nur eine Farbe gesehen, eine Farbmasse. Ja, hier ja. Siehst du die einzelnen Stängel, Alter. Hier ja. Siehst du sogar das Gras, was ist das? Ja. Ja. Beim 15er war, sah, der 15er kann man sagen, sah ungefähr genauso gut aus wie der hier. Bloß, dass halt, dass du hast jetzt die Möglichkeiten, die Draw Distance, also die Render Distance, hochzustellen. Das heißt, man sieht halt jetzt das Weizen viel weiter als im 15er. Okay. Und man kann halt, und der Boden sieht halt jetzt auch mal realistisch aus. Der Boden sieht halt jetzt so aus, die Entwickler haben sich gedacht, komm, wir machen jetzt mal einen Boden, der realistisch aussieht und nicht einen Boden mit dem Hintergrundgedanken, nur, dass man halt, dass man unterscheiden kann, ob der jetzt gegrubbert ist oder nicht. Da muss man halt jetzt zweimal hingucken. Dass er nicht weiterfährt, einfach gerade, wenn ich mal kurz in den Optionen bin oder so. Ja, wenn du, wenn dein Tank langsam voll wird, dann sag Bescheid, ne? Dann unterbreche ich hier meine Arbeit und dann fahre ich schnell den Träger mit dem Anhänger vorbei. Ja, ganz ruhig. Bin gerade bei 40%. Alter. Es ist aber halt auch echt, ne? Also ich spare, ich habe mir überlegt, ich habe keine Schulden mehr, also ich habe all meine Schulden zurückbezahlt. Warum hattest du überhaupt Schulden? Was geht bei dir ab? Das hat man halt. Man hat von Anfang an Schulden, wenn man ein Spiel startet. Allerdings habe ich auch ein bisschen Kacke gebaut. Also ich habe halt viel rumprobiert mit dem, Alter, ich habe mega die Ruckler zwischendrin. Ich hatte gerade auch mega einen Ruckler. Ja, es ist einfach wegen Multiplayer halt. Und ja, deswegen. Ich hatte, glaube ich, weiß ich nicht, 100.000 Schulden und so, und die habe ich jetzt in den 15 Folgen zurückbezahlt. Also am Anfang ist es so schleppend alles. Hey, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist?
Ich bin jetzt mit dem Mähdrescher mit einem Reifen übers Feld gefahren. Jetzt bin ich auf die Straße gekommen. Ja, und auf der Straße dreckig. Reifen da drin. Ja. Geil. Aber trotzdem muss man sagen, dass Alice nicht wirklich gerade hübsch ist, ne? Nee, das ist mit einem Battlefield 1 oder Battlefield 4, ja, ne? Kannst halt echt nicht mithalten. Nee, aber. Wenn ich jetzt hinterguck, da glitzern die Bäume jetzt einfach nur noch. Die sollen sich anscheinend bewegen, aber die tun sich einfach nur glitzern. Das ist so, wie die einzelnen Pixel sich so ja, bewegen. Ja, genau, das ist, aber es ist halt, ein bisschen gut ist es ja auch schon. Die normalen Spiele, also andere Spiele zum Beispiel, sorgen halt einfach dafür, dass die Bäume quasi unscharf werden in der Grund. Ja. Und dann hast du halt eine verschwommenere Sicht. Und aber Anti-Aliasing verhindert das ja auch. Aber das ist halt, naja. Oh, falsche Taste gedrückt. Übrigens, du kannst auch das Schneidwerk heben, gell? Aber das musst du halt jetzt, mit G das Fahrzeug wechseln. Mit G? Yep. Ja, war doch im LS 11 auch so, also kannst du mir nicht erzählen. Was, Tabulator habe ich das Fahrzeug gewechselt? Hier tue ich mit G das Gerät wechseln. Nein, nein, ja, meine ich. Ich meine ja Gerät wechseln, so. Achso, was mache ich jetzt damit? Also, du siehst ja auch jetzt unten, welches Gerät du ausgewählt hast. Es ist ja im LS 11 dir so ziemlich auf die Eier gegangen. Es ist seit dem 2013er drin, dass du jetzt siehst, welches Fahrzeug du angewählt hast. Also wenn du jetzt G drückst, dann siehst du immer hin und her switchen zwischen deiner Maschine und dem Gerät vorne. Und wenn du halt dein Gerät heben willst vorne, also dein Schneidwerk, dann musst du halt auf das Gerät wechseln und nicht auf den Mähdrescher. Wenn du das wiederum ausschalten willst, musst du auf den Mähdrescher wechseln. Klingt irgendwie ein bisschen logisch. Weil sich das Schneidwerk dreht, kommt ja vom Mähdrescher aus. Eigentlich kommt das beides vom Mähdrescher aus, das ist ein bisschen blöd, aber... Ja, du sitzt drin und bedienst es von drin. Ja. Ich meine, das Mähwerk hat nicht ein extra... Was ich aber kacke finde, dass du jetzt eine festgestellte Dings hast, ne? Nee, du kannst wechseln mit 1 und 2. Nein, ich meine die festgestellte Geschwindigkeit. Dass du auch, wenn du Schneidwerk unten hast, nicht schneller fahren kannst. In LS11, da konntest du schnell fahren, wie du willst. Nur immer hat es halt nicht mehr funktioniert. Ja, hat abgekoppelt, ne? So war das da noch. Nee. Hat einfach aufgehört zu dreschen. Ja gut, aber wenn du mit einem Anhänger, also mit einer Seemaschine zu schnell gefahren bist, dann hat es die einfach abgekoppelt irgendwie, ne? Ja, die ist dann einfach hängen geblieben. Ja. Nee, aber das ist eigentlich auch so realistischer. Weil du kannst halt wirklich auch mit einem Mähdrescher, der hat eine Automatik da drin heutzutage. Du kannst, wenn das Schneidewerk an ist, nicht schneller fahren. Aber das Tempomat, was du da unten siehst, das kannst du mit 3 aktivieren und mit 1 und 2 kannst du die Geschwindigkeit von dem Tempomat festlegen. Das finde ich eine coole Neuerung, ist halt ein 15er drin. Nö. Der Mähdrescher fährt halt durchgehend 10 km/h, ne? Ja, das ist ja auch richtig so. Das ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, ich bin LSL, wenn man mit 30 übers Feld geflüchtet hat, auch und dann ganz kurz immer abgebremst und dann wieder schnell geworden, ne? Ja, gestern immer so mit 30, also da hast du richtig schnell ein Feld gehabt. Das war noch Zeiten, damals war LS halt noch nicht so realistisch. Ist immer noch nicht, aber... Ja, mein Gott. Der Anspruch von LS ist halt, dass es Spaß macht und nicht, dass es unbedingt realistisch ist, finde ich. Der Anspruch ist einfach nur, dass es LS ist. Mittlerweile ist es tatsächlich so. Das habe ich auch letzte Folgen schon mal gesagt, dass LS sich tatsächlich halt diesen Erfolg so selbst verdient hat, so hart erarbeitet hat, so, weil das war damals 2000, wann kam 2009 heraus? 2008, wollen müsste es gewesen sein, oder? Wenn es nach demselben Prinzip verfährt. Ist man halt hingegangen und hat sich gedacht, so, Alter, dieser ganze Simulatormarkt ist abgefuckt as hell. Überall nur Schrott und Scheiße. Wir wollen ein anständiges Spiel machen. Aber es war ja eigentlich der LS 2008. Der erste. Aber den kennt ja keine Sau mehr. Doch, ich hab's gespielt mit dem Lenny. 2008er? Ja, wir haben es zwar runtergeladen. Alter, boah. Er hatte das. Ja, sein Bruder hat's gespielt. Die Grafik, ne? Also, LS 2009er hat ja dieselbe Map benutzt wie der 2008er, ne? Aber sah halt tausendmal besser aus. Okay, ich hab gerade rausgefunden, dass das Spiel doch gar nicht so geil ist. Warum? Wenn du an den Mähdrescher hinten dran gehst, die Animation, wie der es rauswirft, wenn du ganz nah ran suchst. Ja, das ist eine 2D-Textur. Ja, das ist einfach ein dauerhaft wiederholendes
gespannt. Ja. Grafikmonster LS wieder am Start. Ja, aber hast du dir mal einen Shop angeguckt von LS17? Also nee, das ist, Alter, das ist schon Töfte, muss man sagen. Und muss mitbedenken, bei jeder Maschine kannst du... Bei jeder Maschine kannst du alles, also kannst du oft Reifen verändern, die Farbe verändern, du kannst den Motor verändern, die Ausführung. Du kannst Frontlader dran machen. Du kannst einen Helfer anmachen, während du nicht selber fährst. Während du mal gucken willst im Shop ein bisschen. Sonst fahre ich dir gleich hin und drauf. Ich will Lamborghini. Ich weiß aber, LS11 erstmal Lamborghini gemoddet. Und dann mit so 100 km/h über den Berg gerast. Ja, ob du jetzt einen Lamborghini holst oder einen Deutz, ist irgendwie scheißegal, wird im selben Werk hergestellt. Ja. Also ich hab im LS15 mir einen Lamborghini-Traktor geholt und einen Deutz-Traktor und die sahen einfach genau gleich aus, bloß dass der Lamborghini weiß war. So die Form und das Modell war einfach genau dasselbe. Tja, ich habe mir aber einen Lamborghini Gallardo, das Auto, geholt. Ach so. Als Mod. Ja, das ging ab. Übrigens, diese Marke Lizard, die gibt's ja schon immer in LS, ne? Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, das ist ja eine fiktive Marke, die gibt's ja nicht wirklich. Ja, kenne ich auch nicht, sagt mir nichts. Das ist quasi die Giants Eigenmarke. Das ist, wird für alle Maschinen verwendet, für die es keine quasi Lizenzpartner gibt. Geh mal weg, ich muss drehen, Junge. Ja, Junge, ist gut. Wie viel Prozent hast denn du? 88. Ja, okay, ich mach mich mal auf den Weg. Jetzt bewege ich mich keinen Millimeter mehr. 88, ja. Der. Ja. Hallo. Ja, hallo. Sag nix. Guten Tag. Ja, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ja. Was hast du schon wieder? Idee, ey. Ja, es ist total unberechtigt. Doch, total. Übrigens, ich habe hier mal auf meinen. Vielleicht soll ich den für Feldarbeiten benutzen. Ich habe hier nämlich auf dieses fette Teil hier Breitreife drauf geklatscht. Guck mal, wie der jetzt aussieht gleich, warte. Mach mal kurz Licht an. Man kann mit F kannst Licht anmachen, wie ja, ich LS weiß. Also. Ja. Aber guck dir den mal an hier. Warte, ich fahre an dir vorbei. Alter, was sind das für Dinger, ey? Richtig fette Dinger, ne? Hier. Das sind richtig fette. Ja, das. Das sagst du auch immer, Bus, ne, wenn du den Hasen zeigst. Ja, wir sind auf YouTube, ja. Mal hier jetzt nicht so Gerüchte in die Welt setzt. Ja, Breitfeld. Eieiei. Kannst du schon mal dein dickes Rohr ausfahren gleich? Warte, ich fahr jetzt bis zum Schluss hin. Ich will hier schaffst es auch noch. Machen. Post 1. Position 1 ist. Wo ist Position 1 auf der Tastatur? Ja, neben einfügen. Entfernen. Da so. Entfernen, einfügen? Ach, da. Oh, geil, okay. Ich fahr mein Rohr aus, du geile Sau. Auf O. Wie viel Prozent hast du denn? 97. Ah ja, okay. Geile Sache. Alter! Ey! Du dummer Sohn, Alter! So, bleib jetzt so hier. Alter, die Sojabohnen hier. Uiuiui, die sehen ja töfte aus hier. Okay, und mittlerweile ist es... Ich bin jetzt in deinem Anhänger drin. Mittlerweile ist es auch so, dass... Das, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Das tatsächlich... Ich backe jetzt durch deinen Führer aus, pass auf. So, ich bin jetzt in dir drin. Hä, wo denn, hä? Nein, mit meiner Sicht, mit meiner Maus. Ich drehe mich und jetzt bin ich genau ach so. In dir drin. Ah ja, okay. Ich sitze vielleicht so 2 mm hinter dir. Mittlerweile ist es auch so, dass du quasi, wenn... Egal, also wo der Anhänger halt ist, ne? Dass da halt der Haufen größer wird, falls dir aufgefallen ist. Das ist im LS15 neu dazugekommen. Der Haufen ist jetzt dynamisch. So, ich fahr jetzt schnell zum Bahnhof. Mach mal. Und eintanken. Denn du kannst gleich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, je nachdem, wo halt Sojabohnen gut sind. Die Maplefield Mill ist eine Verkaufsstation. Die hat oft ziemlich gute Preise. Ja. Und die kannst du nur über einen Zug erreichen. Und deswegen nie die Sachen in diesem Silo-Lager auf dem Feld einlagern, sondern direkt hier oben beim Bahnhof. Das ist nicht sonderlich weit weg. Du hast insgesamt ein Hoflager, dieses kleine Ding da, was da mitten auf dem Feld steht fast.
Und du hast einmal zwei Lager, die mit dem Zug erreichbar sind. Zu dem einen Lager gehe ich hin. Und du hast ein Transport-Hub, was auch nochmal wie ein Lager ist, ein zusätzliches. Denn Lager sind jetzt begrenzt. Du hast 500.000 Liter, glaube ich, hier bei dem hier. Also pro großem Hoflager. Und auf diesem kleinen Mini-Ding auf dem Feld, da passen irgendwie 100.000 rein oder so. Okay. So, warte mal, ich schau mal gerade die Maplefield Mill. Was hatten die so? Sojabohnen. Maplefield Mill. Oh, ja, hat 2043 pro. Okay, ja. Warte mal, 5754. Ah, okay. Das Problem ist, was ich ein bisschen schade finde, das habe ich auch schon in den Folgen davor gesagt. Du siehst, wenn du auf Preise gehst, siehst du ja den Füllstand deines Lagers. Dieser Füllstand ist aber nur auf dieses Pupslager, was da beim Hof steht, bezogen und nicht auf die, die mit dem Zug erreichbar sind. Der Helfer ist also noch genauso kernbehindert wie immer. Nee. Der fährt eine dumme Strecke geradeaus. Wenn du quer dich ins Feld stellst, fährt er quer ins Feld. Sag nicht nee, ich hab's ausprobiert. Ja, aber der Helfer ist jetzt, wenn du ihn dann richtig benutzt, schlauer. Hä, ich kann mein Schatz nicht mehr erwähnen, was da ist. Was ist los? Hallo. Hallo, ich glaube, ich muss dich bei TeamSpeak ein bisschen lauter stellen für die nächste Folge. Ich bin deine Mutter. Glaube ich dir nicht. Stimmt, die Anja bin ich nicht. So. Warte mal, was haben wir denn hier? Ja, gut, ich kann jetzt mein Leben chillen. Oder kann, also, was kann ich dir helfen? Ich kann dir nicht groß helfen, gell? Kannst du ein bisschen anschieben, damit ich ein bisschen schneller werde. Oh, da heb ich mir ein Kreuz, ey. Ich war heute auch schon trainieren hier, ja, so ist es nett. Bist du jung, dynamisch? Wie war es eigentlich so? Boah. Töfte. Töfte? Nicht Tüftel, Töfte. Töfte, ja? Ja, ich bin zu Nils, Töfte. Dufte. Das ist ja richtig weißt Dufte, ey. Ich war heute auch mal wieder am Start, ey. Freitag bin ich ja nett. Ihr habt, was habt ihr denn so für Geräte in der Turnhalle? Bench Press. Nein, ja, was gibt's da alles? Das sind sau die alten Geräte da, oder? Ja, ich sag mal, die sind vielleicht schon so 10, 15 Jahre sind die schon nur alt. Beim Heim- und Neugebauer ist einfach alles hochmodern, Alter. Das haben ist richtig. Die eine Multipresse? Was heißt Multipresse? Das ist wie eine Bankdrücken, ne? Weißt du, was ich meine? Bankdrücken, also die haben da so ein Gewicht, aber die haben jetzt keine Bank da irgendwie so stehen. Das kommt vielleicht noch. Also es ist wie Bankdrücken, nur dass diese Stange, die du hoch und runter halt drückst fürs Bankdrücken, ja, rechts und links geführt ist an zwei Stangen. Ach so, dass das quasi so an so einem Turm dran ist. Nee, das haben sie nicht. Die haben so, kannst ja eigentlich mal einfach hingehen und gucken. Ich denke nicht, dass sie da einen Kopf abreißen. Das ist nämlich richtig geil geführt, weil sau oft bei mir das Problem ist, wenn ich ein bisschen mehr Gewicht drauf tue, dass ich das dann nicht mehr so schön kontrollieren kann. Ja. Und dann denke ich mir immer so, Alter, ich bleib doch lieber bei meinem alten Gewicht und hab nicht so viel Fortschritt, aber dafür verkrüppel ich mir nicht alles. Aber insgesamt kann es dir da nicht passieren, dass dir irgendwie das Gewicht in die Fresse fällt oder irgendwie so ein Scheiß. Bei einer Multipresse, wenn das Gewicht zu schnell runtergeht, hakt die wieder ein. Ja, klar. Und dann fliegt es nicht. Auf den Oberkörper. Das wäre ja, immer sehr schmerzhaft. Ich war mit David drin, hab gesagt, pass mal an, weil ich will jetzt machen. Ich wusste, dass ich die nicht mehr ganz packen, deshalb sollte er halt gucken. Was macht er? Guckt auf sein Handy und ich lieg da mit dem Teil auf der Brust. So, ich so, du Pischer. Ja, hat er gut aufgepasst, ey. Weißt du, Dennis kam dann, weißt du, und hat das hochgehoben. Ach so, und der hat dir nicht mal geholfen dann, als du mal drauf angesprochen hast. Der hat Musik gehört nebenbei hier. Ah, ich glaube, ich weiß, woran das liegt, Nils. Dass da immer dieser Leck kommt. Hattest du gerade wieder? Mhm. Das Autospeichern. Ich mach mal Autospeichern aus. Ah, dieses. Warte. Autospeichern aus, so.
Du musst Autospeichern aus. Das musst du nicht machen, das sind meine Einstellungen. Das sind Multiplayer-Einstellungen, die kann ich nur euch vornehmen. Ha, ich habe Mods mit alle 5 Minuten speichern. Hä? Aber ich speichere ja eh nicht. Nee, du speicherst nicht, die Welt ist... liegt bei mir. Ich komme auf zu dir, klaue PC. Rein theoretisch kann ich dir, wenn du irgendwie weiterzocken willst auf dieser Welt hier, kann ich dir die eigentlich irgendwie halt rüber kopieren, ne? Also ist nett. Ja, ja. Ich habe meine eigene Welt, die ich komplett mit Mods zukleister und überhaupt gar kein LS mehr in Wirklichkeit spiele, sondern einfach nur noch Scheiße mache. Das ist, halt, das ist halt das Geilste in dem Spiel. Allein dafür kaufe ich mir LS, ganz ehrlich. Ja. Und es ist das erste Spiel, was Mod-Support für Konsolen bietet. Geil. Dieses das Spiel hier, das ist Hightech, Alter. Da müsste jetzt eigentlich das Sojabohnenfeld ein. Ohne Spaß. Also wir sparen auf einen Mähdrescher, auf einen großen, oder? Ja. Oder auf eine große Seemaschine. Obwohl für eine große Seemaschine brauchen wir wiederum einen größeren Traktor und dann ist das noch aufwendiger, bis wir was haben. Deswegen, ich denke erstmal, Mähdrescher ist schon mal ganz geil. Ja. Bei LS11 konntest du wenigstens deinen einen Mähdrescher verkaufen. Hat's ja 2 Stück, ne? Hast du einen verkauft? Echt? Du hast 2 Mähdrescher? Du hast den grünen und den gelben. Den grünen hast du verkauft? Den grünen. Warte mal. Das waren beides Lizard-Dinger, gell? So alte Schrottdinger ja, da. Ja, so alte Schrottkerle. Also ich finde es krass, im LS13er hat's am Anfang schon ein modernes Teil. Also, was ist denn hier? Rübenernte. Was ist denn Rübenernte, mein Freund? Ja, das kannst du Rüben ernten. Was will ich mit Rüben ernten? Ja, was ist der Unterschied zwischen dem Terrados T4 und dem Terra Felis 2 Eco? Der eine kostet doppelt so viel. Der eine ist nur zum Aufsammeln von Rüben, die auf dem Boden liegen. Achso, und der hier, der Terra. Der erntet das, ist ein Roder. Ich verstehe das selbst noch nicht. Im LS15 gab es einfach 2 verschiedene Roder, einer für Karotten, einer für Kartoffeln. Und jetzt warte, ich guck mir kurz Traktoren an. Was ist eigentlich das teuerste, was man sich im Spiel kaufen kann? Da findest du was. Oh, da 425, der Ding, das kaufe ich mir, Alter. Nur um einfach mit rumzufahren, weil ich cool sein will. Der wird gekauft irgendwann. Ja, irgendwann wird er gekauft, bestimmt. Oh, Alter, Mann. New Holland ist ja echt die teuerste Marke, oder? Was du ganz zum Schluss kriegst. Das weiß ich nicht genau. Ich find's gut, New Holland war ja die Hauptmarke so im LS15. Mittlerweile kann man nicht mehr so sagen, das ist die Hauptmarke. Weil jetzt gibt's. Gibt's sogar LKW, ey. Es gibt Fendt, es gibt es gibt Valtra, es gibt New Holland, es gibt Deutz, es gibt Lamborghini. Man kann einfach. Messi Ferguson kam jetzt neu dazu. Also es gibt jetzt so viel mehr Auswahl, man kann einfach gar nicht mehr sagen, ja, dieses Spiel ist jetzt bezogen auf so und so. Fendt ist halt jetzt zum ersten Mal wieder seit dem 2009er dabei. Und es ist schon krass, dass so lange Fendt nicht dabei war. Platzierbare Objekte, was gibt's da denn? Die Werkstatt, die hab ich da platziert, ne? Was ist das? Dreckige Maschinen lassen sie säubern. Ja, das könnten wir eigentlich mal, wie viel kosten das? Ein Tausender, oder? 4.500. Ey, als ob, Alter, die sollen mal die Preise realistisch machen, ey. Ich kann mir größer. Alter, hier. Windkraftanlage 1,2 Millionen. Ja. Das teuerste, was es gibt. Ja, aber das Problem ist halt, in dem Spiel, in LS17, bringt die nicht mehr so viel wie davor. 1500 die Stunde, ey. Ja, das ist nicht mehr so viel. Willst du nur 1500? Alter, ich würde mir gern einen Bienenhaus. Alter, ich will ein anderes Haus kaufen als einfach. Das wäre auch geil. Wie ein anderes Haus. Willst du im Bienenhaus wohnen oder was? Ja, so ein Bienenzenger, Alter. Bienenzenger, Alter. Okay, ja. Also der teuerste Traktor kostet alles so 400.000, ist teuerste. Ja. Sogar die teuerste Erntemaschine kostet nur 430. Sag mal, redest du eigentlich gerade laut oder eher leise? Eher leise. Ja, okay. Ja, dann red ein bisschen. Kannst du lauter reden oder störst du dann? Ach nee, warte, meine Eltern sind. Ja, ich kann. Nee, doch, meine Eltern pennen. Kacke. Um die Uhrzeit. Ja, Digga, die müssen morgen früh raus, Mann. Ey, ich muss morgen. Leben. Ich muss morgen auch früh raus, also sei mal die Schnauze, ja. Sehen wir uns? Nee, morgen sehen wir uns nicht. Ah, du fährst ja im Bus vorher. Ja, aber wir haben uns früher gesehen, aber dann hast du Penner dir gedacht, nö, ich schlaf eine Stunde länger. Was, Alter, ich schlaf 20 Minuten länger.
Ist doch selbe, Alter. Es gibt jetzt auch übrigens die Möglichkeit, 3 verschiedene Düngestufen zu machen. Das heißt, du musst quasi 3-mal düngen während der Wachstum, während den verschiedenen Wachstumsphasen, um vollen Ertrag zu bekommen, also um 90% den Ertrag zu erhöhen. Dann kannst du noch, wenn es nötig ist, dein Feld pflügen, dann hast du 100% mehr. Okay. Also ich habe jetzt Feldpflügen notwendig ausgeschaltet, weil wir noch keinen Flug haben und das mit den Düngestufen haben wir auch nur auf 1. Also ist ganz normal wie bisher in LS. Außerdem können jetzt Seemaschinen auch gleichzeitig düngen. Das heißt, der erste Düngestufe kann dann schon immer die Seemaschine übernehmen. Allerdings, wenn du dann Gülle hast, dann wirst du es wahrscheinlich nicht mehr benutzen, die Funktion der Seemaschine. So, weil ich da hast du ja kostenlos Dünger. Oh mein Gott, was mache ich? Oh mein Gott. So, haben jetzt schon eine halbe Stunde gespielt. Ja. Ich muss jetzt erstmal die Folge beenden. Also, Leute, ne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.